keiner so klein dabei zu sein beim Berufswahl-Event von unserem ganzen Land, notabene der 10. Ausgabe, und das ist der offizielle Teil. Die Theatergruppe vom Alten Kino Melzen zeigt, wie wichtig das ist, dass eben ein Beruf sonst wahrgenommen werden kann und dass eben der von den Eltern auch mitgetragen wird, auch wenn es etwas ist, was vielleicht den Eltern nicht passt. Mami, ich weiss jetzt endlich, was ich für eine Lehre machen will. Ah oh ja, was kommt denn jetzt wieder? Ich will Molerin machen. Wie kommst du jetzt auf das? Willst du mich eigentlich verarschen? Wir haben in der Schule viel dazu angeschaut und ich finde es einen coolen Job. Ich habe mir das gut überlegt. Aber du weißt schon, das hat keine Aufstiegsmöglichkeiten. Und wir haben abgemacht, dass du KV-Lehre machst. Das geht jetzt aber gar nicht. Ich mache das KV nicht. Und wir stellen dir das vor. Einfach Molerin. Ich habe nachher eine Kunststoffschuhe. Ah ja. Das ist ein brotloser Job. Und wir haben gesagt, dass du das KV machst und nachher Papi seine Firma übernimmst. Mit mir hat das besprochen. Und du hast es auch so wollen. Ich mache das KV nicht, auf keinen Fall, Mann. Ja, ich diskutiere nicht mehr mit dir. Du machst das KV und passt ab. Mann, du musst los, sie will machen, was sie will. Das ist doch mein Traumjob. Ich komme mit wenig aus. Das ist genau das, was ich will. Wieso versteht sie das nicht? Ich will das unbedingt. Ratlosigkeit und Meinungen weit auseinander. KV oder Molerin? Der Wunsch vom Mädchen oder der Wunsch von der Mutter? Die Kolleginnen helfen. Es kommt alles gut. Nimm es doch nicht so hart. Es ist so schwer. Du schaffst das schon. Ja, probier's doch zuerst einfach mal. Und du überzeugst dich sicher noch. Was sagt denn dein Papi dazu? Ich habe ihn noch nicht direkt gefragt. Dann mach doch das. Red doch noch mal mit deinen beiden. Er will doch auch, dass ich sein Geschäft übernehme. Du hast noch gar nicht gefragt? Ja. Musst probieren. Nicht aufgeben, probieren. Akt Nummer 1. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Zuerst mal sicher mit ansprechen. Es ist nicht einfach ein weiteres Berufswahl-Event oder ein weiteres Rahmenprogramm, sondern es ist der 10. Berufswahl-Event. Also ein Jubiläum. Und das finde ich eine tolle Sache, wenn man sieht, dass Jugendliche mit so viel Energie und Begeisterung ihren Beruf und nicht zuletzt auch ihren Betrieb gegen aussen vertreten. Nun, jetzt ist die Frage, gut, wie kommen die überhaupt so weiter? Kommen die denn daher? Und da ist aus meiner Sicht der Berufswahl-Event sicher hat eine grosse Schuld daran. Und zwar, weil er in der Vergangenheit und auch in Zukunft vielen Leuten auch so eine Art und Türöffner wird sein. Die Schüler kommen hierher, können Fragen stellen, können ganz viele Eindrücke mitnehmen, sie können Tipps von Profis mitnehmen, da meine ich nicht den Berufsbildner, sondern der Lernen, weil er das eher auf Augenhöhe kann nachher natürlich vermitteln, den Schüler. Und da können sie sich schon zum ersten Mal orientieren. Also Sie sehen, der Berufswahl-Event trägt einen wesentlichen und ungemein wertvollen Beitrag in der Berufswahl von unseren Sarganserländer Jugendlichen bei. Ich habe ja den Auftrag im Namen der Sarganserländer Gemeinde da ein paar Worte zu richten. Und eben, vor allem jetzt, eben, wenn da die Erwachsenen sind, im Namen auch von den Sarganserländer Gemeinde den Dank aussprechen für die Organisation von dem Berufswahl-Event. Ich persönlich finde es wichtig und ich denke, es geht meinen Berufskollegen genau gleich, dass sich die Schülerinnen und Schüler schon früh damit beschäftigen, welche Möglichkeiten in der Schweiz und vor allem auch in unserer Region bei der Wahl von der Ausbildung und vom Beruf bestehen. Und genau für das ist ja die Veranstaltung, die in den letzten Jahren immer mitgewachsen ist, gedacht. Man hört immer wieder, dass Bildung der einzige Rohstoff in der Schweiz sei. Ich teile die Meinung zwar nicht, da muss ich sagen, gerade in unserer Region finden sich einige für die Schweiz typische Rohstoffe in grossem Mass, in grosser Menge. Denken Sie an das Wasser, das als Nahrungsmittel für den Produktionsprozess oder für die Energieversorgung extrem wichtig ist. Oder denken Sie an das Holz, das in unseren Wäldern vorhanden ist. Und denken Sie an die verschiedensten Gesteine, die man da über Jahrhunderte abgebaut hat. Eisenerz, Schiefer, Schotter, Sandstein und ein besonderer Gestein, das muss ich aber sagen, ist eben, und es ist nicht nur ein besonderer Gestein, es ist wahrscheinlich sogar ein Juwel, ist unser Bildungs- und Berufsbildungssystem. Kein anderes Land auf der Welt, das wissen wir, bietet nur annähernd so viele gute Wege zur Vorbereitung
und zum Erlernen von einem Beruf. Ganz besonders ums Dualsystem beneiden wir die Schweiz rund um den Globus. Sehr geehrte Frau Regierungsrat Heidi Hanselmann, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, als amtierender Verwaltungsratspräsident von der Kabinett AG ein paar Worte zu dem 10. Jubiläum vom Sarganserländer-Berufswahl-Event an Sie richten zu dürfen. Roland Bartolet war der erste Präsident, gefolgt ab 2005 vom Hansi Ackermann. Kabinett ist heute eine etablierte Firma, die Interessen von seinen Mitgliedern in den Bereich Arbeitsbeschaffung, Aus- und Weiterbildung, Industrienetzwerk, Messeauftritt und vieles mehr nachhaltig wahrnehmen tut. Gestatten Sie mir kurz einige Gedanken zur Geschichte von der Entstehung des Berufswahl-Events. Das war im Jahr 2004, hat Frau Rosalia Humm anlässlich von einer Mitgliederversammlung von der Kabinett AG ein Referat gehalten, in dem sie zur Schaffung von Lehrstellen aufgefordert hat. Damals hat das Kabinett schon 14 Mitglieder gehabt, es sind aber nur 5 Lernende bei ihnen in der Ausbildung gewesen. Als erster Schritt haben dann im 2007 hat man die Lehrer eingeladen aus der Region, und zwar um Kabinett zu präsentieren und auch um Jugendliche vermehrt für technische Berufe zu gewinnen. Im 2008 haben dann der Hansi Ackermann, Roland Bartolet und der Ivo Bicker sich informiert, wie könnten oder wie tun wir anderswo Jugendliche für unsere Berufe gewinnen. Schlussendlich haben sie dann das Modell, das in Altstädten schon bewährt war, übernommen. Und dann im Januar ist das vom 2009, ist dann das erste Berufswahl-Event in der Mehrzweckhalle in Flums organisiert worden. Damals haben 20 Firmen 15 Berufe vorgestellt. Heute, zum 10. Mal, sind 56 Lehrfirmen da und 77 Berufe werden gezeigt. Es existiert heute ein Komitee, zusammengesetzt aus der Berufs- und Laufbahnberatung von Sarganserland, aus dem Gewerbeverein Sarganserland und aus der Kabinett AG, wo jährlich das Berufswahl-Event organisieren tut. Allen Personen, die sich immer wieder für die Ausbildung in unserer Region und Weiterbildung auch engagieren, ein Beispiel dazu ist auch Fitna, sei grosser Dank, oder gebührt grosser Dank. Speziell möchten wir heute, wie schon gesagt, die Initianten ehren, das sind Frau Rosalie Humm, der Hansi Ackermann, der Roland Bartolet und der Ivo Bicker. Rosalia, du bist angesprochen worden, du hast einen Vortrag gehalten zum Lehrstellen schaffen. Ist dir scheinbar gelungen, weil jetzt heute hat man da viel, viel mehr als nur die 5. Das sind ja Wellenbewegungen. Mal haben wir zu viele Jugendliche und zu wenig Lehrstellen und manchmal haben wir zu viele Lehrstellen und zu wenig Jugendliche. Jetzt sind wir ja in der Phase von viel Lehrstellen und weniger Jugendliche. Und dort wollte ich Lehrstellen. Und da habe ich gemerkt, dass die keine Lehrstellen haben. Da musste ich halt ein bisschen nachdoppeln. Ich möchte das sowieso da mal sagen. Ich habe in meiner langjährigen, 26-jährigen Tätigkeit in dem ganzen Land, auch von Seiten der Oberstufe, aber auch von der Wirtschaft, sehr viel Solidarität erlebt. Das tut auch ein bisschen freier machen. Und ich hatte den Mut gehabt, dann ein bisschen aufs Gewissen ins Wissen zu reden. Und ich weiss, ich habe dem Roland Bartolet zweimal im Jahr angerufen, über Jahre. Ja, Roland, wie ist denn das bei dir angekommen, da immer das Telefon haben? Hast du gedacht, ja, jetzt machen wir etwas, dann gibt es endlich Ruhe. Ja, steht der Tropfen Hüllt den Stein, das hat jetzt bei Rosalia gestimmt.
Also selbstverständlich hat sie natürlich recht gehabt, also das muss man schon sagen. Und wir haben natürlich auch den Weg des geringsten Widerstands anfänglich eingeschlagen. Und das war, dass man einfach die Leute einstellen kann, die Sargasserländer ins Rad schalten. Es melden sich 5 und nachher die einstellen und nach 2-3 Monaten wieder wechseln, wenn es nicht funktioniert. Und irgendwo haben wir uns dann dazu bewegt, dass wir sagen, wir müssen dem entgegenwirken, weil das Gejammer, wo auch im Kabinett bei allen Mitgliedern geherrscht hat, es hat keine Fachleute und haben gesagt, das ist der einzige Weg, wir müssen die Leute ausbilden, und zwar alle, nicht nur einen Einzelnen. Und wir haben jetzt das als Firma Bartolet ein bisschen extremer ausgelebt, weil wir auch Leute brauchen, die arbeiten können, nicht nur Manager. Manager würden genug ausgebildet, und wir brauchen heute die Leute, um ein Wachstum zu fördern, nicht nur in unserem Betrieb, sondern auch in all unseren Tochtergesellschaften. Und da hat Rosalia also wirklich eine gute Idee gehabt, dass das ganze Land heute sicher vorbildlich da steht, Sachen Lehrling. Danke. Danke dir. He. Ich bin aus der Wirtschaft gekommen, habe gesehen, das Alter gehabt, gesehen, wo die Fehler liegen in der Wirtschaft, habe gesehen, dass mit den Jungen da etwas schief läuft, oder? Und Roland habe ich mehr als einmal gesagt, du, in den 90er Jahren sind 140 Lehrstellen verloren gegangen im ganzen Land. Und wer tut die auffangen, wenn nicht wir? Und das hat dann eben mit der Zeit, mit der Frau Home zusammen, hat das gewirkt. Akt Nummer 2 von der Jugendtheatergruppe vom Alten Kino Metz. Erste Erfahrung in der Lehre. Das Mädchen links, ein Beruf, der ihr gefällt, super freundlich gewesen. Das Mädchen rechts, ja, eben jetzt hat KV und keine Malerin. Völlig frustriert und natürlich ist es auch nicht gut gegangen. Erste Kritik, es gefällt ihr überhaupt nicht, man sieht ihr es an. Und dann zieht sie die Notbremse, eine ganz spezielle Notbremse. Hören Sie zu. So, jetzt muss ich nur der Mutter anrufen. So geht das einfach nicht mehr weiter. Jetzt ist sie schon 2 Monate bei uns. Und schon in der Berufsschule war sie auch nie. Das geht einfach nicht mehr so weiter. Bertsch? Grüezi, Frau Bertsch. Hier ist der Lehrmeister von Ihrer Tochter Tamia, Frau Müller. Grüezi, wo Frau Müller? Wie Sie vielleicht wissen, ist Tamia seit 2 Monaten schon nicht mehr bei uns. Krankgeschrieben. Und in der Berufsschule ist sie auch nie aufgetaucht. Ja. Es ist ganz untergegangen. Sie hat einen Unfall gehabt. Aha. Hoi, Mami. Hoi, Mia. Hast du gehört? Ja. Ja. Guten Tag, komm geschehen. Ja, ist super gewesen. Super. In der Schule läuft. Ja, das ist super, Sinte. Super. Prüfung hast du auch gehabt? Ja, aber die sind alle gut. Super. Die Seite doch vorhin, ja? Die haben in der Schule. Ja, was? Du bist ja lustig. Gerade etwa vor 5 Minuten hat deine Lehrmeisterin angerufen, dass du gerne aufgetaucht bist. Willst du mir noch etwas sagen? Mami, es gefällt mir überhaupt nicht dort. Ist das dein Ernst? Es kommt zum Eklat. Mutter oder Tochter? Zuerst ist aber Heidi Hanselmann. Akt Nummer 3, dann später. Das ist ganz ein wichtiges Wort. Wir vergessen das manchmal. Ich möchte wirklich ganz, ganz einen herzlichen Dank aussprechen für das, was Sie hier gemacht haben, auf die Beine gestellt haben. Für junge Menschen, für die Zukunft, aber auch für Sie selber und für die Region. Also quasi, es ist ein bisschen angetönt worden, aus der Region, für die Region. Und du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, Rosalia. Ich finde das auch. Menschen aus der eigenen Region, die jungen Menschen, dürfen ausbilden. Auch wenn sie nachher noch in die Welt rausgehen, das ist auch gut. Aber die Wurzeln vergisst der Mensch nie. Vielmals kommt er nämlich wieder an Ausgangsort, dort, wo er ausgebildet worden ist, oder sie, zurück. Und da möchten wir ja mit dem auch ein bisschen erwirken oder erreichen, dass man eben auch dem sogenannten Brain Drain etwas entgegenstellen kann. Darum dürfen wir jetzt ja auch den Medical Master, wo man in St. Gallen jetzt Medizinstudium kann anfangen mit 40 Plätzen, dürfen wir umsetzen und hoffen natürlich, dass wir auch da wieder junge Menschen, junge Ärztinnen und Ärzte gewinnen, die bei uns in unserem Kanton bleiben. Und da
arbeiten sie fest mit. Das bin ich überzeugt. Wenn sie ausbildet, gelingt es einfacher, um die Menschen, die jungen Menschen in unserer Region auch können zu behalten. Und ich hatte das Gefühl, da ist ein Spirit herum, den man spürt, auch hier innen, bei Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das finde ich ebenfalls bemerkenswert und sehr verdankenswert, dass Sie für die Region hier einstehen und die jungen Menschen. Jetzt müssen wir eine überhüpfen. Sie haben Mut gezeigt, Sie dürfen stolz sein auf das, was sie erreicht haben. Aus etwas Kleinem ist etwas Grosses, Starkes entstanden. Und dafür möchte ich Ihnen gratulieren. Es hat Löwinnen und Löwen Einsatz gebraucht, um das zu erreichen. Ich wünsche jetzt noch ganz einen schönen Geburtstag. Schön, dass ich hier sein darf. Und wie es sich natürlich gehört, zum Schluss als Gesundheitschefin. Bleiben Sie bitte gesund. Sie kennen sicher das Sprichwort Eigenlob stinkt. Im Zusammenhang mit dem Berufsaliment möchte ich dazu sagen, ein bisschen stinken muss es. Vielleicht jetzt mit einem Spruch, das ist jetzt der letzte, aus Polen zu tun, der heisst, Lob und Kohl schmecken gut, aber sie blähen auf. Also mit dem Restrisiko im Hintergrund, oder vielleicht im Untergrund, müssen wir sagen, möchte ich doch jetzt Lob aussprechen. Ein dickes Lob gehört all den ausstellenden Firmen mit ihren Lernenden. Sie zeigen sehr grosses Engagement, attraktive Stände einzurichten, sodass die Jugendlichen animiert werden, sich einzulassen auf eine Begegnung. Es braucht doch manchmal sicher eine Überwindung für die Jungen, sich in Kontakt zu gehen. Und das wird ihnen sehr gut ermöglicht, durch Attraktionen, die sie etwas ausprobieren können, durch die Lernenden, die aktiv auf sie zugehen. Und das muss ja alles auch vorbereitet werden. Also wirklich ein dickes Lob für das Engagement. Akt Nummer 3 beim Spiel vom Jugendtheater vom Alpikino Milz. Ihr erinnert euch, dass Mädchen will Maler werden, hat mir einen Wunsch von der Mutter KV machen, ist tot, unglücklich, was jetzt? Die Mädchen beraten, was könnte man machen, wie können wir sie trösten? Ja, eigentlich ist es nur möglich, wenn sie wieder positiv denkt. Und dann kommst du auf die Idee, ja, wenn doch du positiv denkst, wenn du doch wieder positive Emotionen hast, dann geht doch alles viel leichter. Komm, das üben wir doch einmal. Und dann, in der Tat, sie lässt sich überreden und dann gehen sie aufeinander zu. Sagt einander freundlich, grüßt sie, probiert eine positive Stimmung zu verbreiten und in der Tat, das, was hier gespielt wird, das wird mit der Zeit dann eben auch verinnerlicht. Es geht ihr wieder besser. Sie ist frei, um wieder mit der Mutter zusammen können, wie soll ich sagen, verhandeln, besprechen. Und in der Tat, Mutter reicht die Hand. Man sucht einen Job, das ist nicht möglich, das nicht, das möchte ich nicht. Und man studiert jetzt, was könnte denn in Frage kommen. Jetzt auf einmal ist Offenheit da, um eben den Berufswunsch von dem Mädchen auch zu erfüllen. Und irgendwann sagt sie, der Beruf, genau der haben wir vorgestellt. Freude pur. Jetzt wird tanzt, jetzt ist freudig. Das Mädchen hat einen Beruf gefunden, Mutter ist zufrieden. Alle sind auch rundum zufrieden. Es ist auch gegangen, ohne Zwang. Zufrieden sind auch die Leute hier, die applaudiert haben. Anlässlich von dem 10-jährigen Berufswahl-Event von unserem ganzen Land in der Flumserei zu Flums. Ein richtungsweisender Event für die Zukunft. Für die Bildung, für die Jugend und natürlich auch für die Zukunft der ganzen Region.